Ein Mann von Welt, Ingmar Stadelmann. Who's bad? Hier ist. Richtig mit Roadmovie. Yeah. Verdammte Profi. Was zur Hölle? Das ist auch gut. Funktioniert das? Das ist, oder machst du auch eine Scheibe sonst andersrum? Aber das ist blöd. Ja. Ey, wie geil ist das denn? Er filmt einfach alles. Kann ich popeln? Nee. Sie kann, du kannst, wenn du keinen Bock mehr hast, machst du einfach, drückst du hier auf, dann sind wir nicht mehr dabei. Okay. Ganz gar nicht mal. Ciao. So, jetzt müssen wir alles einstellen hier. Fahr vorsichtig. Ach, das Auto fährt von alleine. Ja. Okay. Okay. So. Grüß Mama. Ja? Mach ich. Okay. Der Sitz nach hinten. Soll ich hier an der Seite einzustellen? Das ist moderne Technik. Da, wo der Sitz abgebildet ist, an der linken Seite. Ich mach mit irgendwas Auto! Wir werden so sterben. Okay, ja, das mach ich aber hier, ja? Ja, das kannst du machen. Aber okay. Hier stellst du alles an Sitz ein, so wie du möchtest. Ich hab, glaube ich, ein bisschen hoch. Nein. Achso, ich muss erst mal machen? Nee, hier. Das ist es. Dann kannst du alles, alle Teile deines Sitzes bewegen. Okay, wir sind fertig mit den Sitzen. Ich rede von den Spiegeln jetzt. Ich bin okay. Achso, die Spiegel. Ja, die stellst du da unten ein. Okay, das größte Problem, was ich habe, ist immer Scheibenwischer. Nee, das macht er automatisch. Wirklich? Ja. Wie geil. Du musst, also, warte, ich mach einmal so. Und du siehst, was passiert. Wo mach ich das hier rein? Das kannst du entweder Hose lassen. Oh mein Gott, das ist so schlimm! Das Radio ist einfach an! Ich denke, links, es ist brutal. Wir wollen hier fahren! Oh, viel Spaß! Wir sind hier noch 20 Minuten. Okay. Okay, Spiegeleinstellung ist ja an dem Ding unten. Ich glaube, Spiegel ist okay. Ja? Ich kann so ein bisschen vom Türgriff sehen und dann da, ne? Das ist für mich nur ungewöhnlich, dass ich gar nichts mache. Das ist alles. Ne, das war der Anklappknopf. Das war gut. Und damit justiere ich jetzt ein bisschen. Der macht auch für mich toten Winkel, ja? Ja, der macht alles. Geil. Der piept und sagt dir alles. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen krass, dass ich jetzt ein Auto fahre, ne? Das ist für uns alle krass, Masoud. Okay. Aber gut, der deutsche Staat möchte es so. Wo gehe ich auf Drive? Oh mein Gott. Erstmal drückst du mit Fuß die Bremse. Die Bremse ist hier, oder? Ja, genau. Du okay. Hast ja nur den. Und dann ist hier an. Da geht er an. Ah, und wo ist hier? Wo das ist hier? Der Drive. Dann ziehst du einmal runter, dann ist D. Gott, jetzt ist schon D? Jetzt ist schon D. Das müsstest du schon fahren. Da ist der Blinker, genau. Okay. Licht geht auch alleine an? Ja. Und da ist man alleine. Also, was wir machen. Willst du mich vielleicht irgendwie ein Navi anmachen oder so? Ja. Ist Handbremse drin oder so? Nee. Was ist das jetzt gewesen? Navigiere nach Salzwedel. Die Eingabe Salzwedel wurde übernommen. Die Zielführung wird gestartet. Siehst du Natalia noch irgendwo? Nein, Mann. Okay. Die ist einfach eiskalt abgekommen. Ja, klar. Die hat Vertrauen. Okay, ist einfach geradeaus, ja? Einfach geradeaus. Das ist viel schneller als mein Longboard. Jetzt schon? Ja. Ja, es ist ein bisschen breit, das Auto, aber ansonsten eigentlich ganz easy. Der Heck. Hey, die Mutti. Sie will sterben. Okay. Immer noch geradeaus? Immer geradeaus. Okay, wie fahre ich das jetzt hier? Die sind auf dem Zebrastreifen, deswegen muss ich warten, bis die fertig laufen, ne? Im Prinzip. Und ich bleib hier stehen, nicht da vorne. Ja, ja. Und ich warte, bis der durchgeht, weil ich habe Zeit. Es ist aufregend. Ich habe die ganze Anleitung vorher online gelesen von diesem Auto. Aber von Zebrastreifen stand nichts drin. Ich schleiche einfach rein. Der Masoud, der so cool ist an einem Auto, seine komplette Souveränität ist komplett weg. Ich wusste auch, dass es passiert. Mach 3 Minuten. Ich wusste, dass es passiert. Okay, aber in 3 Tagen bist du ein großartiger Fahrer. Ich bin ein wahnsinnig guter Fahrlehrer. Vorsicht! Tuki driftet die Scheiße hier weg, Alter. Ich dachte auch, ich mache das, damit wir. Deswegen wollte ich auch die ersten paar Minuten aufnehmen, damit man merkt, wie overfordert ich bin. Ja. Das gefällt mir. Und dann macht er auch selbst. Sagt er, jetzt darfst du nicht weiter. Ich bin auch verwirrt von dieser Spiegel. Und das muss so sein, dass ich im Spiegel das da sehe. Du das siehst ist gewollt. Das ist das Head-Up-Display. Da hast du alle Informationen, die du brauchst. Seh nur ich das oder siehst du das auch? Nein, die siehst nur du. Du siehst nicht, was da. Oh mein Gott! Ich sehe das nicht. Das ist scheiße! Das Auto sagt mir, du spinnst oder so. Okay, geradeaus weiter. Ja, das Navi finde ich auch ein bisschen scheiße. Warum? Weil da ist zu viel Information.
Sag doch einfach. Aber es ist doch wunderschön. Simpel. Wenn man näher rangeht, sieht man sogar das Wasser. Achso, jetzt weiß ich, dass ich nach links muss. Ja, genau. Das ist toll. Okay, das, damit kann ich arbeiten. Ja, dann brauchst du eigentlich nur das Head-Up-Display. Alles andere kannst du ignorieren. Auch wenn es schön, wenn es aussieht wie eine Fahne Shisha-Lounge, ist okay, aber im Prinzip braucht man nur das Head-Up-Display. Einziger Grund, warum ich stehe, ist, weil der Fahrradfahrer mir hilft gerade. Er sieht mehr als ich. Ja, Mann, geil. Ich muss dich noch an diese Massagescheiße gehen, an der Seite. Ich wusste, dass das für mich ein Problem, aber es war jetzt gar nicht so schlimm. Weil das erste Mal, als ich Beifahrer war, war es für mich mega schlimm. Nee, eine Weile. War es für mich mega schlimm, dass dieses Teil da war. Ich hatte dieses nicht dran. Fahren wir jetzt nach rechts? Ja. Okay. Jetzt fahren wir. Ich bin immer diesen totalen Schulterblick. Kannst du machen, aber im Prinzip leuchtet es da rot, wenn da jemand kommt. Cool. Ich hab noch so einen rosa Führerschein, weißt du? Aus Papier. Weil ich gesagt habe, nein, ich möchte keinen Plastik. Du darfst Umweltschutz. Noch, dann darfst du noch Bulldozer und sowas fahren mit. Und Trecker. Trecker. Das ist der alte Führerschein. Echt, so alten Führerschein hast du? Nee, Quatsch, hab ich verarscht. Ich wollte gerade sagen, von wann soll denn der ich sein? Ich hab vor 12 Jahren meinen Führerschein gemacht. Vor 12 Jahren? Mhm. Mit 7? Ganz genau. Als ihr damals rüber gemacht habt. Ja, ja. Hast du die gemacht? Das war dann erstmal Motorbootführerschein, oder? Ja, ja, genau. Wie man Streichhölzer fährt. Guck mal, Leute checken mich ab in dem Auto und die haben keine Ahnung, was für eine Panik ich schiebe hier gerade. Die feiern mich in der Dreckskarre. Die denken, Abu Chaka fährt ja, yeah, und ich denke so, fuck, ich sitze hier mit meinem Disney-Pullover und sie gucken rein. Und die werden gleich sehen, wie ich voll abfacke, wenn es gleich nach rechts geht. Muss ich jetzt auf den warten oder fahre ich, wie ich will? Du fährst jetzt einfach, oder? Ich meine, wegen dem da. Nee, du hast Vorfahrt. Nee, okay. rechts vor links. Shit. Das ist die Grundregel in Deutschland. Ja, ja. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Immer rechts. Rechts vor links. Wir sind immer noch da. Deutschland. Wir sind in Deutschland. In 200 Metern halb rechts in die Scheidemannstraße. Also geradeaus. Ich verhalte mich ans Tempolimit. Ist mir scheißegal, wenn wir 7 Stunden zu spät kommen, weil du noch 45 Minuten baden musstest. Ah, nicht der piept. Weil der die Vorfahrt genommen hat. Und der jetzt gebremst. Die machen auch was hier. Bis zur Hölle, Alter. Das ist auch noch vor dem Holocaust-Denkmal, weißt du? Auf der Straße rumtanzen vom Holocaust-Denkmal. Wirklich gleich zwei pietätlose. Ja, ja. Er war noch so. Tanz der Freude. Oh, ich beruhige dich. Willst du 50 fahren? Hier müssen wir noch 50 fahren. Hey, ich hab noch meinen Führerschein, okay? Dafür gibt's einen Grund. Ist ja gut. Ich habe ja eigentlich auch nichts Schlimmes gemacht. Ja, man hatte mir davon erzählt. Vor anderthalb Jahren war das, ja? Ja. Vor anderthalb Jahren, nur noch länger ist das ja. Und war tatsächlich strange, ne? Die haben mich ja gefilmt von hinten. Aber ja, auch wirklich, also wie gesagt, alle um mich rum sind ja auch 80 gefahren. Die haben wirklich nur mich gefilmt. Und ich weiß bis heute nicht, ob da wirklich 40 war und so weiter. Aber man kann es auch nicht. Ja. Na ja, gut. Da hat die Polizei zweimal den Termin sausen lassen und zweimal haben wir den Termin sausen lassen. Und schwupps waren fast 2 Jahre rum. Wow. Das ist doch okay. Beim ersten Termin hat die Polizei vergessen, das Video mitzubringen. Das war der beste Termin. Das hat der Anwalt erzählt. Der komische Anwalt hat da sein Dings vorgetragen. Ja, hier Anklage Stahlmann, bla bla. Ja, ja. Und dann hat mein Anwalt gesagt, ja, als erstes würde ich gerne mal das Video sehen. Und dann sind die Polizisten rot geworden. Ja. Das haben wir heute gar nicht dabei. Scheiße. Entschuldigung. Das ist dann dieses... Achso, nee. Ja, die haben mich einfach hart mitgefilmt. Aber gut, ich stehe dazu. Ich bin 80 gefahren, wo eigentlich 40 waren auf dem Stadtring. Das ist mein Verbrechen. Demnächst. Wenn das Verbrechen ist in einer Demokratie, in einem freien Staat, dann akzeptiere ich das. Wie lange reicht der Akku von der Kamera? Eine Stunde. Ich habe aber noch zwei. Stunde safe. Die geht ja dann aus, wenn ich ausdrücke. Ja. Muss ich jetzt warten auf diesen Bus, damit er rausfährt? Ich weiß nicht, ob der rausfahren will, der will glaube ich auch nur links fahren. Und wir fahren auch links. Okay. Bellevue. Jetzt links abbiegen. Ja, dynamisch um die Kurve. Yeah. Sehr gut. Die richtige Einstellung. So wie du siehst, wir müssen tanken. Du redest wie so ein scheiß Fahrlehrer. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet, wie du siehst. Aber wir es mit dem Tanken machen können.
Ja, wie soll ich denn tanken fahren ohne Führerschein, du? Ja, das stimmt. Vogel. Ja. Natürlich habe ich. Toll, jetzt sind wir im Kreisverkehr gelandet. Ja, das ist der Plan. Wir fahren da gerade durch. Ich sehe das. Also genau, muss ich jetzt fünfmal die Spur wechseln. Wie so ein Fahrlehrer. Hinterher noch ein Eismäuschen? Ja, ja, ja. Toll, gleich neben dem Bullen. Okay. Hey, du fährst einfach, du folgst der Spur geradeaus quasi, ne? Die gehen ja mehrere Fahrten raus, ja, oder? Ja. Gott. So, jetzt musst du dich, glaube ich, rechts abziehen. Okay. Kann ich jetzt rechts? Jetzt kannst du rechts. Okay. Oh mein Gott, wie aufregend! Ich hätte auch hier bleiben können. Oh, scheiße. Sehr gut. Ist das für dich scheiße, wenn ich dein Auto fahre? Natürlich. Ja? Ich, das ist der einzige Grund, warum ich dein Auto fahre, ist, weil ich weiß, wie sehr du dein Auto liebst und wie sehr du Autos an sich liebst. Und wenn ich dein Auto fahre, ist es so, als würde ich deine Frau ficken. Und deswegen mach ich das, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe irgendwas vorgefickt. Das stimmt nicht. Deswegen habe ich kein Problem mehr. Ja, nee, ich weiß. Deswegen ist das sogar schlimmer. Deswegen sage ich Ehefrau. Ich habe Ehefrau gefickt. Das Auto ist meine Ehefrau. Ja, das Auto ist. Ja. Ich merke auch, wie nervös du hier sitzt. Bis zum Ende der Fahrt hast du keine Bart. Das ist tatsächlich sehr intim. Ja, ja, ich weiß. Weil ich auch, nachdem ich dieses Video gesehen habe von dir, wo du sagst, oh, ich habe mich ein bisschen verliebt, ich war in diesem anderen Auto, bla bla. Ja, einfach Romeo, ja. Ja, ja, dann meinst du, okay, das Autos sind sehr wichtig für ihn. Und dann habe ich diesen Anruf bekommen von Ingmar Stahlemann, dass er sagt, ich brauche jemanden, der meine Frau fickt. Und ich meinte, ich bin dabei. Und dann ist mir klar geworden, oh, scheiße, ich müsste ja dann wirklich seine Frau ficken. Und ich habe keinen Bock drauf. Die hat auch, glaube ich, keinen Partikelfilter. Ja, siehst du, da kriege ich gar keinen hoch. Bei sowas schon. Ich bin auch gar nicht auf der Spur. Hey, du machst das sehr gut. Ja, ja. Später zeige ich dir noch, wie das Auto von alleine in der Spur bleibt. Wow, warum ist das nicht das Erste, was wir machen? Damit du erstmal selber lernst. Wow, du bist der Yoda des Autofahrens. Ja, Mann. Du musst es erstmal selber können, bevor das Auto das macht für dich. Ja, ja, nee, ich kann nicht. Das Einpacken machen wir auch 20 Minuten alleine. Bis du bist doch nicht der Andreas Lubitz unter den Fahrern. Okay, jetzt zeigt er das rote Licht schon klar. Ach so, das ist dann einfach nur, jetzt dürfte ich nicht, ne? Oh. Genau, da ist jemand im toten Winkel. Okay. Hier drückst du, ist auch die Anzeige weg. Jetzt siehst du wieder die Reichweite. Du hast hier so einen kleinen Touch vielleicht. Was heißt die Daumen. Reichweite? Wir hätten jetzt noch 98 Kilometer Reichweite. Dann müssen wir spätestens getankt haben. Ach so, okay. Aber Hauptsache, du siehst es, weil ich habe keine Ahnung, wo es stehen würde. 98, ach da, okay, Reichweite. Ja, direkt vor dir. Und deine, wie sagt man, deine Kilometer hast du schon durch für Vollgas und so? Wie? Ich habe ein paar Sachen gegoogelt, um ein bisschen expertemäßig zu reden. Man hat ja Mindestkilometer, bevor man, der Motor muss sich ja erstmal einarbeiten. Ach so, ja, ja, aber es ist ja keine AMG, das ist ja ein Standard-Benz tatsächlich. Siehst also du? Es sieht jetzt nicht aus wie ein Standard-Benz, sondern ja, ich ein schöner Benz. Ich habe das falsche Video geguckt. Ja, ja, wir fahren keinen AMG. Okay. Den habe ich ja weggegeben, weil er so viel Sprit verbraucht. Ach so, ich dachte, wir fahren den AMG. Ja, nee, 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 aber du hast hier einen Diesel mit 350 PS, der geht eigentlich auch wie ein Flugzeug, wenn man es drauf anlegt. Klingt halt nicht so geil und ist, sagen wir mal, nicht ganz so dynamisch im Antritt und Auftritt, aber... Wenn man Bock hat, dann drückt man zweimal das Knöpfchen, dann ist Sport Plus. Und dann ist ein bisschen so wie mehrmals abspritzen. Ja, yeah. Mit dem was Frau. Absolut, absolut. Frauen. Na, Archies Auto bin ich auch ein paar Mal gefahren, der hat ja noch Schaltkupplung und bla. Archie Club. Archie Club, das Auto ist ein paar Mal abgesoffen, aber ist auch ein scheiß Auto. Das ist übrigens auch der Unterschied. Im Prinzip im Auto erkennt man den Unterschied zwischen der Comedy von Archie und mir. Yeah. Sehr unausgeglichen. Verhalte ich, kann schon mal sein, dass das Auto absäuft. Ja, so. Ja. Bei mir läuft alles smooth. Da kommt wieder ein Kreisverkehr, weißt du, ne? Kannst dich aber schon mal in die mittlere Spur gleich einordnen, okay, weil wir dann an die Tanke rausfahren. Das heißt, ich kann es machen, ja? Fahren wir ganz nach rechts? Nö, du kannst hier bleiben. Okay. Ja, mit dich. Sei ja am spannendsten. Okay, spannend. Wir fahren dann da nach dem Kreisverkehr nämlich gleich rechts an die Aral. Ich kenne die. Du kennst sie ja? Ich kenne die Aral. Vom Alkohol holen nachts. Witzigerweise. Das Tolle ist, ich kann jetzt während der Fahrt die ganze Zeit Social Media machen. Das ist so asozial. Warum fährst du nicht Bahn? Was ist da passiert? Warum fährst du nicht Bahn? Nee, das ist ja nicht so, wie ich Bahn fahre. Yeah. Okay, dann lässt du jemand anders deine Frau ficken lieber? Das ist mir lieber als... Bahn zu fahren. Erst so kommen diese Ausländer in dein Land und dann ficken sie einfach deine Ehefrau. Furchtbar. Und im Notfall bremst du auch selbst, ja? Das, ja, wenn es angestellt ist, macht er das. Ist es angestellt? Nee, ist momentan ist es nicht autonomes Fahren quasi, sondern du fährst, ja. Du warum? Hast erstmal ein Gefühl dafür. Okay, gut, okay. Aber irgendwann machst du das an, damit wir nicht sterben. Einfach nur just for fun? So ist der Plan. Hey, 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 es gefällt mir. Es gefällt mir, wie irgendwann mich vertraut. Wir haben so viel Fun. Roadtrip! Woo!
Naja, ich mache hier gar nichts. Wollt ihr hier rein? Ist das euer Prinzip? Okay, dann macht das mal. Okay, dann machen wir. Ich sozialisiere schon mit den Leuten, weißt du? Dann vorfahren, dann fährt der einfach rüber. Fahr ich vor oder lasse ich ihn rein jetzt? Reinlassen kannst du, glaube ich, fast nicht, oder? Okay, ich fahr vor einfach. Das ist simpel so. Okay, cool. Hey, hey, hey. Mit rein. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Also geradeaus. Nice. Warum müssen wir durch zwei Kreisverkehre? Ist das Teil der Übung hier? Ja, sagt, schon den einen hat er bestanden, der zweite ist tödlich. Jetzt fahren wir nach Frankreich. Alter, der Sultan, der in Brunei die Todesstrafe für Homosexuelle einführt, der heißt Hassanal. Wow. Also Hassanal. Nee, nee, ich verstehe. Verstehst du? Hassanal. Damit gehe ich heute Abend raus. Geh mal so raus. Achso, du willst, dass ich erstmal rausgehe? Wie lange soll ich da machen? 20. Okay. Ich denke, 20 ist okay. Nee, ja, es ist okay. Ich muss dir erstmal Warm-up machen und danach. Ich kann ja auch einfach so anfangen, weißt du? Wie du willst. Ich versuch's mal. Ich komm raus. Salzwedel. Und sag, hey. Ich bin's, der Dönermann des euer Vertrauens. Ich hab schon so viel Material geschrieben für. Ich bin. Ja. Keine Ahnung. Wir gucken einfach. Ich bin gespannt. Kaum geschlafen in der Sache heute. Ernsthaft? Na, nee, ich weiß gar nicht, was war. Ich bin früh wach geworden, aber ich habe ja dann nachts noch. Ich glaube, schon um 2 bin ich eingeschlafen. Mhm. War schlafen gegangen und dann bin ich um 7 Uhr noch was aufgewacht. Das ist eigentlich okay. Mhm. Hab festgestellt, dass sie. Die Bar vom Hotel der Rom schon um 1 Uhr schließt. Das finde ich ein bisschen bitter. Ja. Yeah. Das ist so ein Luxusbunker. Von wo? Hotel der Rom. In Salzwedel? Nee, in Berlin. Ach so. Ja. Hotel der Rom, Salzwedel ist eine schöne Idee. Ich habe keine Ahnung, du. Ich komme überhaupt nicht raus. Ich mache Werbung für Whisky. Ich krieg mein Whisky nach Hause. Salzwedel. Finde ich gut, finde ich gut. Kann ja ein Franchise sein. Ja, genau. Nee, und also 1 Uhr finde ich schon hart für Berlin, oder? Ja, ja, sowieso, also. Alter. Berlin ist dafür bekannt. In USA machen sie selbst nur bis, was ist, Last Call ist 2 Uhr. Ja, also, und das ist schon erbärmlich. Okay, es war ein Mittwoch, ne? Aber trotzdem, also. Mann, Mann, Mann. Also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, ne? Aber an sich läuft das alles sehr, sehr gut. Zur Aral-Tankstelle, ja, ich laufe einfach gerade raus. Bleibst genau auf dieser Spur. Bleibst genau auf dieser Spur. Wolltest du im Kreise. Das ist schön, das gefällt mir. Muss ich jetzt nach rechts, weil ich auf dieser Spur bin? Ja, nein, wir fahren jetzt Stück nach rechts. Einfach angeordnet, eingeordnet, wie toll. Und jetzt fahren wir zu Aral. Keine Werbung für Aral, ich habe keinen Vertrag. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. Wir verlassen. Hier ist jetzt schon die Aral. Wir setzen den Blinker, wir machen den Schulterblick für den Fahrradfahrer. Ist dein Fahrradfahrer? Nein, aber wenn einer wäre, würden wir trotzdem drüber fahren. Fahren wir hier rein? Ja, fahr da einfach hier rein. Hier ran, an dieser Säule 3, ja? Ja, ja, ja. Träumchen. Und geil. Ja, bis hier haben wir nicht gut. Draufdrücken ist stehen. Draufdrücken? Ja, nee, da. Das war's? Das war's. Dann mach mal. Wow! Du hast ja den Schlüssel. Wir haben es geschafft! Naja, dann bist du zur Tankstelle gekommen. Es hat 45 Minuten gedauert bis zur scheiß Tankstelle, Alter. Nervige Tour. Das Tanken machst du, oder? Ja, das mache ich, das mache ich. Okay. Das war deine erste Autofahrt seit 7 Jahren? Ja, wobei ich immer, ja, sagen wir seit 7 Jahren. Wow. Oh. Ich hätte gerne ein Wasser, ein stilles. Dankeschön. Nervige Tour, Leute. Jetzt bin ich bereit, mein iPod anzuschließen. Ah, verdammt. Immer Stadelmann tankt das Auto, yeah, yeah, yeah. Ja. Das war's. Das war der Versuch, meine Mucke hier zu spielen. In Ingmar Stadelmanns Auto. Ist gescheitert, Leute. Ist gescheitert. Ich muss noch gucken, wie ich dieses Dach hochkriege. Dach, geh hoch! Komme ich gar nicht irgendwas hier anzufassen, Alter, ganz ehrlich.